Als Stürmer will man immer treffen. Das ist ja für unser Selbstvertrauen ist es gut. Aber im Nachhinein muss man sagen, nach dem Braunschweig-Spiel haben wir gesagt, dass wir erstmal defensiv gut stehen und dann unsere Möglichkeit nach vorne suchen. Und wir haben ja das 0-0 geschafft. Wir haben leider kein Tor geschossen, aber ein Punkt ist besser als keins. Und deswegen war es sehr gut. Ich kenne in Tat Betzenberg sehr gut, muss ich ehrlich sagen, aber seit meiner Zeit hat sich dort auch viel geändert. Das Einzige, was sich nicht geändert hat, ist das Stadion, Traditions und dementsprechend ist auch ein sehr interessantes Spiel beide Traditionsvereine. Dementsprechend beide wollen wir auch Punkte haben und das wird auch ein interessantes Spiel auf Augenhöhe und ich denke auch entscheidend Kleinigkeiten, wer das Spiel gewinnt oder Punkte nimmt. Wir wollen auch definitiv dort Punkte. Und dementsprechend fahren wir auch nach Kaiserslautern, mit diesem Ziel etwas Zahlbares mitzunehmen. Optimistik mag mich das, unsere Trainingsarbeit, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben ja die letzten Wochen sehr, sehr gut trainiert, aus der Defensive kompakt nach vorne zu verteidigen und unsere Chance, unsere Möglichkeit zu suchen. Ich denke und ich hoffe, dass wir in Kaiserslautern was mitnehmen können, weil wir jetzt aus der guten Defensivordnung nach vorne verteidigen können und man hat gesehen in den letzten Spielen, dass wir nach vorne immer für ein Tor gut sind. Und wenn wir das schaffen, dann nehmen wir was mit aus Lautern. Kaiserslautern hat jetzt neue Trainer seit 2 Spieltagen und beide Spiele sind auch unter seiner Leitung sehr positiv verlaufen. Aber wie gesagt, wir haben auch unsere Chance, wir interessieren nur an uns und dementsprechend fahren wir auch nach Betzenberg etwas Zahlbares mitzunehmen. Wir sind von der Statur ähnliche Typen, aber vom Spielweise sind wir anders. Denn Boris ist derjenige, der lässt sich so in dem Mittelfeld fallen. Der spielt so eine Zehnerposition und ich bin halt ein Stoßstürmer. Und ich finde, das war letzte Woche das erste Mal, wo wir zusammen gespielt haben. Und wir verstehen uns gut. Wir spielen auch gut im Training. Und ich hoffe, dass wir das auch in Zukunft zeigen können. Der macht auch richtig sehr positive Eindruck. Ja. Mit Ball, ohne Ball, hat richtig guten Fitnesszustand. Unsere medizinische Abteilung hat ihn getestet und grünlich gegeben. Dementsprechend freue ich mich, dass er wieder dabei ist und da haben wir noch eine Alternative mehr.